Wenn wir in Liechtenstein die Zahlen anschauen, dann sind die sehr günstig. Wir schwappen zwischen einem Fall pro Tag und zu 12 Fällen pro Tag hin und her, was uns zu einer Insel der Seligen macht. Wenn wir aber andere Länder anschauen, dann sehen wir, dass wir uns an der aufsteigenden Flanke einer nicht sehr schönen und sehr bedrohlichen Welle befinden. Und es ist ganz bestimmt der Anfang der vierten Welle. Die erste Welle war kurz und heftig im Frühling letzten Jahres. Dann haben wir im Sommer schwere Fehler begangen, die wir schon erwähnt haben. Die haben wir dann um Weihnachten und im Januar gebüßt, hatten dann wieder eine Zeit lang Ruhe und jetzt beginnen die Zahlen zu steigen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir das mit der Mutation, mit dieser britischen Mutation zu tun haben. Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle und jetzt leider aufsteigende Flanke der vierten Welle. Ursache: die Mutation VUC501Y.V1 kann sich kein Mensch merken. Auch bekannt als B117, das geht schon ein bisschen besser, oder als UK-Mutante. Die UK-Mutante muss man als Fitness-Mutante anschauen, das ist keine Immune-Escape-Mutante, wie zum Beispiel die südafrikanische oder die brasilianische Variante, die sich gebildet haben, weil in Südafrika und in Brasilien bereits sehr viele Leute die Krankheit durchgemacht hatten und das Virus sich einen Weg suchen musste, um die Leute wieder infizieren zu können. Wir haben hier eine Fitness-Mutante, die tatsächlich fitter ist als das Ursprungsvirus. Es ist ansteckender, und zwar zu 50% ansteckender als der Wildtyp 501N. Und leider, das war anfangs nicht bekannt, ist die UK-Mutante auch tödlicher und sehr viel virulenter als die als der Wildtyp. Diese Mutante führt zu steigenden Inzidenzen bei gleichbleibenden Maßnahmen. Und man müsste eigentlich, um die Inzidenz gleich zu halten, müsste man die Maßnahmen verschärfen. Nun kommen wir natürlich mit der Politik in eine gewisse, in einen gewissen Clinch. Die Leute haben genug, es besteht eine Covid-19-Müdigkeit, die man auch nachvollziehen kann. Die Wirtschaft will öffnen. Es gibt mögliche Defense-Strategien. Eine der Defense-Strategien, und da kann ich Frau Dr. Marxer nur unterstützen, impfen, impfen, impfen. Die zweite mögliche Defense-Strategie, und die möchte ich der Politik, leider hat sich die Schweiz jetzt da nicht gerade daran gehalten, sehr ans Herz legen: man muss sehr zurückhaltend sein bei Lockerungen. Und wenn man lockert, dann muss man kurzfristig lockern und auf Sicht fahren und bereit sein, das Ruder zurückzudrehen, wenn man sieht, dass die Zahlen steigen. Es braucht sehr progressive Maßnahmen bei erneuten Verschärfungen wenn erneut Verschärfungen bei Maßnahmen notwendig sind. Und es ist natürlich klar, das Beibehalten und Ausweiten der Grundregeln, Maske tragen, Social Distancing und die allgemeine Händehygiene. Zielwert: man hat immer gesagt, wenn mindestens 70% der Bevölkerung geimpft sind, kann man davon ausgehen, dass es eine Herdenimmunität gibt und dass dann die Pandemie weitgehend gestoppt ist. Mit der neuen Fitness-Variante, also mit dieser britischen Variante, muss davon ausgegangen werden, dass man etwa 80 bis sogar 85% der Bevölkerung bräuchte, die geimpft ist, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Es ist klar, dass nur die Impfung die Pandemie zeitnah beenden kann.
Ich möchte mich auch noch kurz zu den Impfstofftypen äußern, aber nur ganz kurz, weil das hat die Frau Dr. Marxer ja bereits sehr schön gemacht. Es gibt die mRNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe. Es gibt auch die proteinbasierten Impfstoffe, die spielen aber eine untergeordnete Rolle. Die mRNA-Impfstoffe sind in der Schweiz zugelassen. Es gibt zwei Produkte, BioNTech, Pfizer und Moderna. Weitere Produkte sind von der Schweiz bestellt, haben aber aktuell noch keine Zulassung. Das ist CureVac. Ich möchte zu den mRNA-Impfstoffen noch etwas sagen. Circa 2 Wochen nach der Erstimpfung ist ein 100%iger Schutz gegen schwere Verläufe und damit gegen Tod gegeben und ein 50%iger Schutz gegen die Weitergabe von SARS-CoV-2. 2 Wochen nach der Zweitimpfung haben wir einen 100%igen Schutz gegen schwere Verläufe und damit gegen Tod. Wir haben einen 99%igen Schutz gegen die Infektion und damit einen praktisch auch 99%igen Schutz, die Covid-19 überhaupt weiterzugeben. Die Vektorimpfstoffe schneiden da ein bisschen weniger gut ab. Es ist ein Produkt in Schweiz und Liechtenstein in laufender Zulassung. Das ist die Impfung AstraZeneca, die immer ein wenig unter Beschuss kommt. Weitere Produkte wurden in der Schweiz noch nicht bestellt. Da gibt es Johnson & Johnson, Sputnik 5. Johnson & Johnson wurde von den USA eben wegen Thrombosen von der FDA gerade auch wieder zurückgezogen. Die Wirksamkeit der Vektorimpfstoffe, die ist bedeutend niedriger als bei den mRNA-Impfstoffen. Es gibt einen Schutz vor schweren Verläufen, analog zu mRNA-Impfstoffen, auch bei den Vektorimpfstoffen. Sie schützen hochgradig vor schweren Folgen, sie tragen aber weniger zur Eindämmung der Pandemie bei, weil es ist trotz Vektorimpfstoff noch möglich zu erkranken und damit das Virus weiterzugeben. Die Funktionsweise dieser mRNA-Impfstoffe, ich möchte das hier bildlich darstellen. Es gibt verschiedene Wege, wie ein Impfstoff einen Menschen gegen einen Krankheitserreger schützen kann. Hier schauen wir uns den Ansatz eines mRNA-Impfstoffs an. mRNA steht für Messenger-Ribonukleinsäure. Es handelt sich um Botenmoleküle, wie sie unsere Zelle auf natürliche Weise tausendfach nutzen. Die mRNA enthält die Baupläne für die Herstellung von Proteinen. Sämtliche Proteine in unseren Körperzellen werden auf Grundlage von mRNA gebildet. Bei der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff wird uns mRNA verabreicht, die den Bauplan für ein Protein eines Krankheitserregers enthält. Sobald die Impfstoff-mRNA im Körper angekommen ist, muss sie sich als erstes ins Innere der Zellen begeben, um ihren Auftrag erfolgreich erledigen zu können. Besser keine Zeit verlieren, denn die mRNA wird in der Natur schnell wieder abgebaut. In der Zelle angekommen, dockt die mRNA an ein Ribosom an. Das Ribosom hat die Fähigkeit, den Bauplan der mRNA zu lesen und stellt das Zielprotein gemäß der Anleitung her. Im Falle der Impfung handelt es sich um das Protein eines Krankheitserregers. Das neu produzierte Erregerprotein wird an die Zelloberfläche transportiert, um es dem Immunsystem zur Prüfung zu präsentieren. Das Immunsystem erkennt, dass es sich um ein fremdes Protein handelt, das möglicherweise zu einem gefährlichen Erreger gehört und bekämpft werden muss. Als Reaktion darauf mobilisiert das Immunsystem ein breites Arsenal von Abwehrmechanismen. Neben spezifischen Immunabwehrzellen werden insbesondere Antikörper gebildet, die das Protein des Erregers gezielt bekämpfen und eliminieren. Und um uns langfristig zu schützen, merkt sich unser Immunsystem, welche Antikörper am besten gegen einen bestimmten Erreger wirken. Das Besondere am mRNA-Impfstoff ist, dass wir das Erregerprotein, das die Immunabwehr auslöst, in unseren eigenen Zellen auf natürliche Weise selbst herstellen. Mit der Impfung bekommen wir also nicht den Erreger, sondern nur den Bauplan für eines seiner Proteine verabreicht. Die Technologie der mRNA-Impfstoffe ist relativ neu und wird zurzeit gründlich erforscht.
Die Technologie hat aufgrund der bisherigen medizinischen Erkenntnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit großes Potenzial für die Zukunft. Ich glaube, das war ein schönes plakatives Beispiel für die mRNA-Impfstoffe. Mythen um mRNA-Impfstoffe: RNA des Virus kann nicht in die DNA des Menschen eindringen und somit das Erbgut verändern, da wiederhole ich mich, aber ich möchte das einfach als Verstärkung verstehen zu dem, was Frau Dr. Marxer gesagt hat. mRNA-Impfstoffe machen nicht fruchtbar. Wie gesagt, sie hat das auch betont, wenn dem so wäre, dann würde die Infektion selber auch unfruchtbar machen. Und man kann nicht an SARS-CoV-2 erkranken durch die Impfung, da man ja nur einen Virusbaustein spritzt und nicht das ganze Virus. Jetzt noch einmal das Gleiche für die Funktionsweise der Vektorimpfstoffe. Es gibt verschiedene Wege, wie ein Impfstoff einen Menschen gegen einen Krankheitserreger schützen kann. Hier schauen wir uns den Ansatz eines viralen Vektorimpfstoffs an. Mit dem Vektorimpfstoff bekommen wir den genetischen Bauplan für das Protein eines Krankheitserregers verabreicht. Dieser genetische Bauplan besteht aus Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA. Das Transportvehikel, das den Bauplan eines Erregerproteins in die Körperzelle transportiert, wird dabei als Vektor bezeichnet. Als Vektoren können zum Beispiel ungefährliche Viren verwendet werden. Diese werden für eine Impfung aus Sicherheitsgründen so verändert, dass sie zwar menschliche Zellen weiterhin infizieren, den Menschen aber nicht krank machen. Dabei wird im Impfvektor ein Stück DNA gegen den DNA-Bauplan für das Protein eines Krankheitserregers ausgetauscht. Nach der Verabreichung des Impfstoffes docken die Impfvektoren als erste an die Zellen an, um in sie einzudringen. Im Innern der Zelle angekommen, wird der genetische Bauplan des Vektors, die DNA, in den Zellkern transportiert. Im Zellkern wird die DNA des Erregerproteins in Messenger-RNA umgeschrieben. Der mRNA-Bauplan wird aus dem Zellkern transportiert und dockt an ein Ribosom an. Das Ribosom hat die Fähigkeit, den Bauplan der mRNA zu lesen und stellt das Zielprotein gemäß der Anleitung her. Im Falle der Impfung handelt es sich um das Protein eines Krankheitserregers. Das neu produzierte Erregerprotein wird an die Zelloberfläche transportiert, um es dem Immunsystem zur Prüfung zu präsentieren. Das Immunsystem erkennt, dass es sich um ein fremdes Protein handelt, das möglicherweise zu einem gefährlichen Erreger gehört und bekämpft werden muss. Als Reaktion darauf mobilisiert das Immunsystem ein breites Arsenal von Abwehrmechanismen. Neben spezifischen Immunabwehrzellen werden insbesondere Antikörper gebildet, die das Protein des Erregers gezielt bekämpfen und eliminieren. Und um uns langfristig zu schützen, merkt sich unser Immunsystem, welche Antikörper am besten gegen einen bestimmten Erreger wirken. Vektorimpfstoffe nutzen das Prinzip eines ungefährlichen Virus, die Zellen des menschlichen Körpers effizient zu infizieren, aber mit dem Unterschied, dass ein Impfvektor keine Infektion im Sinne einer Krankheit auslöst. Das Erregerprotein, das die Immunabwehr auslöst, wird in unseren eigenen Zellen hergestellt. Die Technologie des Vektorimpfstoffes ist seit vielen Jahren etabliert. Zum Beispiel gibt es einen Vektorimpfstoff zur Bekämpfung von Ebola. Weitere vielversprechende Anwendungen werden zurzeit in klinischen Studien erprobt. Das war der Vergleich der mRNA-Impfstoffe mit den Vektorimpfstoffen. Beide schützen zuverlässig und hochgradig vor schweren Verläufen und Tod durch das Virus. Das ist sicher der Primärzweck der Impfung. Aber wie gesagt, die mRNA-Impfstoffe sind potenter und schützen auch vor einer Weitergabe des Virus. Das heißt, die Pandemie stoppen können wir deutlicher und schneller mit den mRNA-Impfungen und nicht so schnell mit den Vektorimpfungen. Situationsbeurteilung: Die aktuelle Lage ist überhaupt nicht vergleichbar mit der ersten oder der zweiten Welle. Bestimmte Faktoren begünstigen die Entwicklung, während gleichzeitig andere Faktoren die Entwicklung deutlich erschweren.
erschwerende Faktoren. Wir haben jetzt ein flächendeckendes Infektionsgeschehen. Wir haben keine punktuellen Hotspots mehr, was in der ersten und zweiten Welle doch der Fall war. Wir haben eine Beschleunigung der Pandemie durch infektiösere und auch durch virulentere Mutationen, durch B.1.1.7 zum Beispiel. Das beschert uns steigende Fallzahlen bei gleichbleibenden Maßnahmen. Und das ist nicht zu vergessen, das sagen uns alle Intensivmediziner, wir haben eine Senkung des Durchschnittsalters der schweren Verläufe durch die virulenteren Mutationen, also vor allem durch die UK-Mutation. Die Pandemiemüdigkeit der Bevölkerung lässt die Massendisziplin, die wichtig wäre, immer stärker vermissen. Man kann sie aber auch verstehen. Begünstigende Faktoren, da gibt es eigentlich eine, die Impfung schreitet voran. Die vulnerablen Gruppen sind größtenteils bereits durch die Impfung geschützt. Aber ich möchte davor warnen, es gibt viele vulnerable Gruppen, die gar nicht als vulnerable Gruppen erkannt werden. Viele unter uns haben einen hohen Blutdruck, haben einen Diabetes, haben eine Krankheit, die sie gar nicht merken, die sie vulnerabel machen. Und die erkennen sich selber nicht als Risikoperson und sind es dann eben doch. Die Aerosolübertragung wird jetzt sicher im Sommer durch vermehrte Aufenthalte draußen an Relevanz verlieren. Und die Politik agiert bislang sehr vorsichtig, lockert die Maßnahmen zurückhaltend. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte da nicht anmaßend sein, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen erschrocken, als ich gehört habe, welche Lockerungsschritte die Schweiz jetzt beschlossen hat. Und ich bin gespannt, was das jetzt für Auswirkungen haben wird. Die Versuchung, die Pandemie durchlaufen zu lassen, die ist da, die ist vor allem bei den bürgerlichen Parteien da. Mit steigender Impfquote mehren sich die Stimmen, vor allem beim Arbeitgeberverband, zum Beispiel in der Schweiz, bei der SVP und so weiter, die Pandemie nun durchlaufen zu lassen, da eben die sogenannten vulnerablen Gruppen geimpft und damit geschützt sind. Dieser Vorschlag ist epidemiologisch, ethisch und menschlich absolut fatal. Die Impfquote ist viel, viel zu niedrig, als dass die Masse an potenziellen Wirten für das Virus klein genug wäre, um die Pandemie durchlaufen zu lassen. Man muss sich bewusst sein, dass 2,5% der Erkrankten schwer erkranken, 25% der milden Verläufe haben immerhin ein Long-Covid-Syndrom. Und die schiere Masse der Infizierten bei ungeordneter Durchseuchung würde das Gesundheitswesen zum Kollaps bringen, auch aufgrund der virulenten Mutante. Es ist viel, viel, viel zu früh, um die Pandemie durchlaufen zu lassen. Ausblick, Ende durch Impfung. Nur die Immunisierung durch die Impfung kann die Pandemie stoppen bzw. beenden. Die Immunisierung durch die Impfung ist, und das ist nachgewiesen, wirksamer als eine durchgemachte Infektion, weil sie die Antikörpertiter höher und nachhaltiger anhebt und auch das ist erwiesen, die T-Zell-Immunität viel deutlicher anschiebt, als das die Infektion selber tut. Durch die Impfung ist das Immunsystem übrigens nicht mehr absolut naiv gegenüber neu auftretenden Mutationen, also selbst wenn eine völlig abstruse Mutation auftreten würde, unser Immunsystem, wenn es geimpft ist, dann hat es dieses Virus bereits einmal gesehen und eine neue Infektion würde wahrscheinlich milder verlaufen. Das schwierige Long-Covid-Syndrom kann, und das hat auch Frau Dr. Marxer angedeutet, durch die Impfung nachhaltig geheilt werden. Man weiß, dass Viren von Covid-19 in Nervenstrukturen überleben können, also im ZNS und auch im Magen-Darm. Und wenn man damit einer Impfung drauf boostert sozusagen, dann sind diese Viren ebenfalls dem Tod geweiht und das Long-Covid-Syndrom ist beendet. Meine Damen und Herren, impfen, was das Zeug hält, und Maßnahmen auf Sicht lockern,
die Maßnahmen auch weiterhin aufrechthalten und ein Closed-Schild aufhängen in allen Ländern und ein bisschen Mut haben und die Geduld nicht verlieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.